wenn Rheinmetall als 50-50, die machen ja ganz viel Autozulieferung, aber trotzdem, es ist der größte Rüstungswert und der zieht im DAX unaufhörlich nach oben. Das ist eigentlich schon erschreckend, muss man ganz klar sagen. Und da sind wir nicht mit dabei und fühlen uns aber auch wohl damit, dass wir nicht mit dabei sind. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Herzlich willkommen bei der Geldmeisterin Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Asset Management, hier auf dem Fonds Professionell Kongress in Wien. Und Sie haben ein wunderbares Thema mitgebracht, wo es den Free Lunch gibt. Jetzt frage ich Sie allerdings, wenn ich richtig von Milton Friedman gelernt habe, gibt es kein Free Lunch an der Börse oder hat sich inzwischen was geändert? Ja, der Free Lunch bezieht sich tatsächlich auf die Aktienselektion, auf einige Unternehmen, die wirklich diesen Free Lunch bieten. Also wir haben viele, viele Investoren, die angst- bzw. eher giergetrieben unterwegs sind. Wenn man aber bei der Rendite Abstriche macht und sagt, okay, ich bin mit etwas überdurchschnittlichen Renditen zufrieden, dann kann ich mein Risiko insoweit runterfahren, dass ich sage, es gibt Unternehmen, die überdurchschnittliche Renditen bringen, leicht überdurchschnittliche Renditen bei deutlich geringerem Risiko. Und wenn ich da lange mit dabei bleibe, dann ist das eine Art Free Lunch, den ich bekomme, weil diese Unternehmen planbare Erträge liefern und planbare Umsätze liefern und eben auch Renditen liefern, mit denen ich dann schön Vermögensaufbau machen kann. Planbare Renditen und Umsätze und Gewinne tun auch die Magnificent Seven liefern, aber dafür zahle ich ja sehr viel. Ist es da auch mit einkalkuliert, dass man das auch nicht nehmen sollte zu jedem Preis, oder? Das ist genau der Punkt. Wir sind ja Value-Investoren. Ja. Wir steigen nicht zu jedem Preis in den Markt. Ja. Das ist schon mal eine ganz grundlegende Voraussetzung bei uns. Jetzt sind wir aber bei klassischen Value-Investieren, das haben wir über die letzten Jahre gesehen, extrem niedrige Bewertungen an den Märkten, wurden eigentlich ja nicht wirklich honoriert. Das heißt, wir haben viele, viele Unternehmen, die eine lange Zeit eine niedrige Bewertung hatten. Und wenn man jetzt auf die Magnificent Seven schaut, da sind wir auch bei teilweise investiert. Bei einer Amazon sind wir investiert, bei einer Apple, bei einer Alphabet. Das sind aber Unternehmen, die aus der auch noch nicht so aus der Bewertung rausgewachsen sind, sondern da haben wir wirklich diese stabilen und planbaren Erträge bei den Unternehmen und gerade auch in den vergangenen Jahren. Also in Alphabet, da sind wir schon seit 10 Jahren investiert, aber eine Amazon war vor 10 Jahren noch kein Investment für uns. Die haben sich eigentlich erst in diese Richtung entwickelt. Aus einem starken Wachstumstitel hin eigentlich ins Value-Segment. Und das sind Unternehmen beispielsweise, die im Endeffekt Aspekte haben, wo man diesen Free Lunch wirklich einstreichen kann. Und was sind das ansonsten für Unternehmen, die da in Frage kommen? Sind die in der zweiten Reihe oder wo schauen Sie danach? Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ja. Also Adobe ist zum Beispiel so ein Unternehmen, wo wir extrem hohe Bruttomargen haben. Und das ist etwas, wo wir genau hinschauen. Also Unternehmen, die eine hohe Bruttomarge haben, heißt, ich habe relativ gesehen geringe Kosten im um Umsatz zu generieren. Und das ist im Softwarebereich einfach gegeben. Wenn meine Software einmal läuft und dann einen neuen Kunden zu generieren, dieser neue Kunde kostet mich nur noch sehr, sehr wenig. Und gerade die Softwareunternehmen haben uns in den vergangenen Jahren überzeugt, weil große Softwareunternehmen lange Zeit mit Lizenzmodellen gearbeitet haben. Und bei diesen Lizenzen, die waren dauerhaft gültig. Wir kennen das noch. Wir haben früher CD-ROMs eingekauft von den neuesten Word-Programmen. Die waren über Jahre aber zu benutzen. Große Softwareunternehmen wie eine Adobe oder eine Microsoft haben es aber geschafft, ihre Kunden auf Abo-Modelle umzustellen, sodass es jetzt wirklich planbare Erträge für diese Unternehmen gibt. Und Preiserhöhungen, das haben wir bei Microsoft gesehen in den vergangenen Jahren, sind relativ leicht umsetzbar, weil für mich der Aufwand extrem hoch ist als Nutzer, aus so einem System auszubrechen. Also wenn ich einmal bei Microsoft drin bin, dann sind die Wechselkosten extrem hoch. Und damit kann sich so ein Unternehmen eben auch abheben von der Konkurrenz. Also ich habe zum einen hier den Aspekt des Burggrabens bei solchen Unternehmen. Also wirklich ein wirtschaftlicher Burggraben, der diese Unternehmen von der Konkurrenz abhebt. Und zum anderen eben auch diese planbaren Erträge, die uns sehr gut gefallen. Das ist im Tech-Bereich so, das ist zum Beispiel bei SAP ist es ja eigentlich auch so und bei Salesforce. Ja. Diese Abo-Modelle versucht ja zum Beispiel Apple schon in Amerika, in Europa noch nicht. Das ist praktisch der richtige Weg. Könnte man dieses System eigentlich auf alle Industriezweige umsetzen oder fallen bei Ihrer Suche dann so die klassischen, ich weiß nicht, großen Lebensmittelkonzerne oder eine McDonald's
oder sowas dann raus aus dem System? Naja, wenn wir auf hohe Bruttomargen gucken, dann ist natürlich Lebensmitteleinzelhandel insgesamt ein margenschwaches Geschäft. Da wird es natürlich schwierig, sodass wir da auch nicht wirklich investiert sind in dem Bereich. Muss man auch klar sehen. Also wir haben wirklich da schon so einen Filter vorgelagert, dass wir auch bestimmte Dinge einfach von vornherein ausschließen können. Ich kann es schön mit einem Beispiel aus dem Finanzbereich erklären. Wenn wir Banken und Versicherungen anschauen als die beiden Branchen, dann sind Versicherungen ist das, was wir machen. Und Banken ist das, was wir definitiv nicht machen. Das grundsätzliche Geschäftsmodell von Banken ist uns von Chance-Risikoprofil her, passt das nicht zu unseren Bewertungsmodellen. Wir bevorzugen auf jeden Fall Versicherungen, weil wir hier genau diese planbaren Erträge haben. Das Prämiengeschäft bei Versicherungen bietet nämlich genau das. Und das ist auch bei Warren Buffett zum Beispiel so. Ja, aber er hat die Bank of America. Er hat Banken. Sehr viel Alles Banken, gut. Ja. Er hat Banken. Ja. Und er hat aber letztes Jahr so schön auf der Hauptversammlung auch gesagt, er hat ja auch Banken verkauft. Ja. Und die Bank of America, das ist sowas, was er auf jeden Fall halten wird. Also möge kommen, was wolle, das ist für ihn auch ein Signal an das Land oder auch an die Finanzbranche. Die Bank of America-Position halte ich auf jeden Fall. Und Wells Fargo hat er ja auch. Hat er auch noch. Aber worum es mir ging, ist gar nicht das Aktienpaket. Man guckt ja bei Buffett immer sofort aufs Aktienpaket. Yeah. Die Flows, die er aus seinem Versicherungsgeschäft kriegt. Geico ist der größte Automobilversicherer in den USA. Und auch andere Versicherungen, die zu Berkshire Hathaway gehören. Und das Geschäft von Berkshire Hathaway speist sich aus vier Säulen. Und eine Säule ist ganz klar das Versicherungsgeschäft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist diese Planbarkeit der Modelle. Und deswegen mögen wir beispielsweise auch Rückversicherer so gerne. Weil Rückversicherer natürlich, sollte es zum Schadenfall kommen, bei den Verhandlungen der neuen Prämien oft genug in der Lage sind, höhere Preise durchzusetzen. Wir haben das im Jahr 23 gesehen bei den Rückversicherern. Viele waren in der Lage, 20% höhere Prämien durchzusetzen. Beispielsweise die Score, in die wir investiert sind. Ist ein Tier-One-Rückversicherer, kennt man nicht so, kommt aus Frankreich, ist aber bei uns jetzt die zweitgrößte Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Und so sieht man eben, dass wir aus der Aktienselektion das Ganze dann auch in unseren Mandaten abbilden. Und wie ist es zum Beispiel mit deiner Eli Lilly oder Novo Nordisk? Die Leute werden ja ewig dick sein und das Dünnere brauchen. Und selbst für die Sozialversicherung wird es sich rentieren. Das heißt, wäre das auch so ein Modell mit ewig hohen Bruttomargen? Wir haben die Novo Nordisk tatsächlich auf der Watchlist. Da war nur die Bewertung zuletzt. Da ist unsere Renditeberechnung jetzt wirklich eher ein bisschen konservativer gewesen. Und deswegen ist die gerade nicht auf Kaufen bei uns auf der Investmentliste, aber die ist definitiv noch enthalten und die haben wir auch auf dem Schirm, weil das genau sowas ist, wo man, das ist kein Abo-Modell in dem Sinne, aber natürlich ja, aber im Endeffekt schon. Also wenn ich chronisch krank bin, ist das eigentlich ein Abo-Modell, weil als chronisch Kranker brauche ich meine Medikamente und von daher kommt das tatsächlich in die Richtung rein und man muss ja bei Novo Nordisk wirklich sehen, das ist ja der Insulinspezialist Nummer 1 in der Welt. Mhm. Und das, die Fantasie, die sich jetzt mit der Abnehmspritze ergeben hat, ist ja nicht so, dass die eine Abnehmspritze entwickelt haben, sondern sie haben neue Diabetes-Medikamente entwickelt, wo das eine positive Nebenwirkung ist. Und das wird jetzt quasi nach außen vermarktet. Wenn wir jetzt schon gerade bei dem einen Wert sind, ich finde den auch urspannend, wie der aufgebaut ist, weil er hat ja auch eine Stiftung drin, weil er ja damals das Insulin mit der Auflage bekommen hat, das Rezept von den kanadischen Wissenschaftlern, dass sie die Insulin nicht so hoch setzen. Schauen Sie eigentlich auch zunehmend auf die Kernaktionäre von solchen Unternehmen, weil eigentlich solche Stiftungsmodelle sind ja nicht schlecht für die Forschung und die Weiterentwicklung. Also die Eigentümerstruktur spielt für uns schon eine Rolle. Es ist nicht das entscheidende Kriterium, weil bei vielen großen Unternehmen hat man keine starken einzelnen Eigentümer mehr. Aber an sich diese Grundidee, dass ein hoher Anteil von familiengeführten oder eigentümergeführten Unternehmen, das ist eigentlich was uns gefällt, weil man da eine Stabilität mit reinkriegt. Mhm. Von daher, ja, das ist ein Faktor, auf den wir schauen. Aber das ist eigentlich nur ein zusätzlicher Faktor, der für uns eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht das alleinige Erscheinungskriterium. Und man hat es ja auch nicht bei den großen Technologiewerten, hat sich das ja auch mittlerweile allein durch die Größe, ist das im Endeffekt ja nicht mehr so stark gegeben. Und wie schaut's eigentlich dann auch mit den ganzen Streaming-Bereichen aus? Mit Streaming verdient man ja eigentlich kein Geld, aber das wäre ein typisches Abo-Modell. Da waren wir ja längere Zeit bei Netflix schon investiert und fanden auch tatsächlich Netflix schon sehr früh sehr gut. Also sehr früh nicht. Die waren ja extrem hoch bewertet, sind dann ab
gestürzt und nochmal abgestürzt und wir sind dann eigentlich schon in den ersten Absturz haben wir investiert, Anfang 22 und waren auch regelmäßig dabei, auch bei dem ETF immer wieder und die sind auch noch bei uns auf der Liste mit drauf. Aber das sind auch so Unternehmen, die haben halt doch, das muss man auch sehen, man sucht ja immer Unternehmen, bei denen man möglichst lange von links unten nach rechts oben einen aufsteigenden Chart sieht. Mhm. Aber gerade auch solche Firmen werden sehr kritisch beäugt. Und wenn dann das Nutzerwachstum mal nicht so groß ist, wie es eigentlich von den Analysten erwartet wird, wird sowas auch sehr schnell abgestraft. Also das sind Unternehmen, wo wir auch wirklich ja auch mal taktisch positioniert sind. Wir finden grundsätzlich die Story gut und dann kommt der Value-Investor durch und wir sagen, okay, jetzt ist uns die Aktie zu teuer, jetzt sind wir nicht mehr investiert. Aber bei dem und dem Preis haben wir einen Signalpreis gesetzt für uns und dann sind wir wieder mit dabei. Also das ist wirklich so etwas, da sind oft die Schwankungen auch größer. Und da warten wir dann einfach auch geduldig ab. Und das ist auch so eine Eigenschaft, die Value-Investoren haben müssen. Man muss einfach auch mal, selbst wenn man die Aktie toll findet, ein bisschen Zeit mitbringen. Und das ist auch oft die Herausforderung, das kriege ich auch immer wieder in Gesprächen mit Anlegern mit, dass das wirklich schwierig ist, diese Disziplin auch aufzubringen. Und was sagen Sie dann Ihren Kunden, welchen Horizont sie haben sollten? Naja, also bei Aktieninvestments, so wie wir es verstehen, also 5 Jahre ist schon das Mindeste, was man mitbringen sollte als Horizont, definitiv. Eher länger und je länger, desto besser auch, das muss man ganz klar sehen. Wir versuchen jetzt auch, oder versuchen nicht nur, sondern haben es zuletzt auch wieder gemacht, unsere Portfolien tatsächlich etwas stabiler aufzustellen, dass wir auch ein bisschen mehr auf Erträge achten, stetige Erträge durch Dividenden. Das hat bei uns lange Zeit keine große Rolle gespielt, aber wir haben jetzt Finanzwerte, was ich schon erwähnte, im Bereich Versicherungen stärker gewichtet und da haben wir eben sehr schöne Ausschüttungen eigentlich bei den Unternehmen. Zum einen auf der Dividendenseite, zum anderen durch Aktienrückkäufe. Und das gefällt uns eigentlich ganz gut, um die Schwankungen auch wirklich aus dem Portfolio ein bisschen rauszunehmen, dass man stetige Erträge hat. Denn wir haben natürlich wieder Alternativen bei den Anleihen. Es gibt wieder Anleihenrenditen, aber wir sind ein Aktienhaus und fokussieren uns wirklich auf Aktien und Ertragsmöglichkeiten, die Aktien bieten. Aber ich nehme an, die Dividende ist schön, aber nicht das Hauptkriterium, weil die können wahrscheinlich, so wie beim Buffett, der kriegt ja auch 5 Milliarden Dividenden von seinen 5 Großen alleine. Aber das heißt eben, das ist ein schönes Add-on, aber das ist nicht das Hauptauswahlkriterium. Und da auf der Dividendenseite haben sie ja wahrscheinlich durch die Anleihenseite mehr Konkurrenz wie früher, oder? Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich fahren wir keine krasse Dividendenstrategie. Also für uns ist ganz klar, wir gucken uns die fundamentale Bewertung der Unternehmen an. Und wenn es dann noch eine Dividendenrendite obendrauf gibt, dann nehmen wir das gerne mit. Ich meine, jetzt ist es ja so, im Versicherungsbereich reden wir ja nicht davon, dass da Umsätze in kürzester Zeit verdoppelt werden, wie man es vielleicht bei Wachstumsunternehmen sieht, sondern das sind wirklich stetige Wachstumsraten, die man da hat. Mhm. Und die Ausschüttungen gehören ja einfach auch bei den Versicherungen mit zum Geschäftsmodell eigentlich mit dazu. Jetzt haben wir gesagt, Free Lunch gibt es eben mit denen, die so Abo-Modelle hohe Bruttomargen haben. Da haben Sie als Beispiel eben, hat man jetzt Novo Nordisk oder eben vor allen Dingen im Technologiebereich oder eben Softwarebereich gibt es sehr viele Unternehmen. Wo haben wir da noch was vergessen? Wo gibt es noch den Free Lunch? Cybersecurity-Bereich ist sicherlich spannend. Da sind die Bruttomargen aber nicht so extrem hoch. Aber das ist etwas, wo wir ja auch schon lange mit der Secunet Security Networks investiert sind, wo wir auch sehen, dass das ein Unternehmen ist, was wirklich einen breiten Burggraben im Gegensatz zur Konkurrenz hat. Das ist der führende europäische Cybersecurity-Wert. Und da ist es super schwierig für die Konkurrenz überhaupt reinzukommen. Das heißt, wenn öffentliche Ausschreibungen sind, ist das Unternehmen eigentlich immer der erste Ansprechpartner auch. Weil sowieso schon so viele Systeme über deren Technologie laufen. Plus, die bieten einfach eine sehr hohe Sicherheit. Noch ist kein System von denen jemals gehackt worden, was ja auch ein ganz, ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal eigentlich in diesem Segment ist. Also von daher, ja, wir suchen eigentlich immer diese Möglichkeiten, dass Unternehmen den Free Lunch dann auch bieten durch die Qualität des Geschäftsmodells. Und das ist eigentlich das, was bei uns immer stärker in den Fokus rückt. Das heißt, Faktoren wie Markttiming beispielsweise rücken bei uns etwas stärker jetzt in den Hintergrund, weil wir sagen, okay, die Qualität des Unternehmens ist für uns ausschlaggebend. Und das hat Buffett auch noch im aktuellen Brief nochmal wieder geschrieben. Er sagt, ich mache keine Marktprognosen, baue eigentlich Portfolien so auf, dass es zu einem Crash beziehungsweise zu einer starken Korrektur kommen kann und baue die Portfolien aber so auf, dass die auch damit klarkommen und gut durchkommen. Und das sollte eigentlich auch die Strategie sein. Heißt wirklich
weniger auf die kurzfristigen Signale zu schauen, die es gibt, mehr auf die langfristigen Entwicklungen und danach auch das Portfolio ausrichten. Und das ist auch das, was wir stärker jetzt noch machen. Also wenn man die langfristige Entwicklung von Militärausgaben sich anschaut, dann müsste man ja in diesen Sektor zur Absicherung hineingehen. Wie steht denn da Ihr Haus dazu? Relativ simpel. Wir sind ein Haus, was nachhaltig investiert. Unsere Mandate sind nach Artikel 8 aufgelegt. Das heißt, wir haben einen zweistufigen Nachhaltigkeitsprozess etabliert bei uns. Und das sind von vornherein Ausschlusskriterien, Branchen, in die wir nicht investieren, und dazu gehört Rüstung. Dieses Gedankenspiel zu sagen, dass man mit Rüstungsaktien Frieden schafft und deswegen das Ganze nachhaltig ist, ist eine Argumentation, die sehr oft zu hören ist. Aber man muss es einfach auch so sehen, eine Pistole ist erstmal dazu da, um als Waffe eingesetzt zu werden. Das heißt also, ja, wir sind einfach in dieser klassischen Definition noch unterwegs und schließen Rüstungsaktien aus. Gleichwohl haben wir natürlich gesehen, was das für eine unglaubliche Entwicklung gegeben hat. Und da muss man auch sagen, das ist eigentlich schon ein bisschen, ja, was heißt befremdlich und erschreckend, aber wie viel Geld da mittlerweile reinfließt. Und wenn eine Rheinmetall als 50-50, die machen ja ganz viel Autozulieferung, aber trotzdem, es ist der größte Rüstungswert und der zieht im DAX unaufhörlich nach oben, das ist eigentlich schon erschreckend, muss man ganz klar sagen. Und da sind wir nicht mit dabei und fühlen uns aber auch wohl damit, dass wir nicht mit dabei sind. Also Bruttomargenhöhe gibt es auch noch woanders. Genau, das ist eben genau der Punkt. Wir finden eben auch noch genug Alternativen, wo wir investieren können, definitiv. Ja. Da würde ich eben gerne mal die 5 Holdings ein bisschen top. Ja. 5 Holdings von Ihrem Flaggschiff, dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, durchgehen. Die größte Holding ist SCOR SE. Mhm. Könnten Sie vielleicht dazu was sagen? Genau, SCOR ist ein französischer Rückversicherer und es gibt quasi die Champions League der Rückversicherer weltweit, die Tier 1 Rückversicherer. Münchner Rück, Hannover Rück, Swiss Re gehört dazu und eben auch SCOR. Mhm. Und SCOR war zuletzt wegen einiger Bewertungsdinge in Frankreich ja etwas unter Druck. Das hat sich aber vom Kreditrating bei denen wieder deutlich verbessert und die Aussichten sind super, sodass wir die jetzt wirklich als Rückversicherer bei uns reingenommen haben, weil wir eben hier dieses stabile Geschäftsmodell mit der attraktiven Bewertung eben sehen. Und da haben wir die Position stetig ausgebaut. Und zuletzt ist es eben die größte Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Das war vor 15 Monaten war das noch nicht bei uns im Fonds drin. Also man sieht schon, da passiert richtig was, auch bei den Positionen. Das ist auch deshalb interessant, weil die Rückversicherung ist ja sehr konzentriert weltweit. Muss man da eigentlich diversifizieren oder reicht es da, wenn man in einen Rückversicherer investiert ist? Ja, eigentlich kann man da wirklich, es ist fast egal, in wen man, also wenn man auf diesem Tier-1-Niveau ist, ne, da gibt es aber nur, ich glaube, 6 sind es tatsächlich. Ja. So, und das ist es. Die tun sich im Endeffekt wirklich nicht viel, weil die einfach in ihren Märkten sehr stabil sind. Mhm. Also es wird auch sehr wahrscheinlich in 10 Jahren nicht 12 davon geben. Also da ist unglaublich schwer von außen auch reinzukommen, weil diese Märkte sind sehr stabil. Und von daher, ja, kann man fast sagen, ist man, also die Diversifizierung hat man eigentlich schon, wenn man mit einem dabei ist, ist es eigentlich okay. Also dass es da jemand komplett abfällt als Unternehmen, passiert eigentlich nicht. Also wir halten fest, Rückversicherer haben einen riesengroßen Graben. Man muss halt da dabei sein oder es macht Sinn, da dabei zu sein als Value Investor. Ja. Vielleicht zum zweiten, Storebrand ASA, was ist das? Ja, das ist ein norwegischer Finanztitel. Und die profitieren derzeit von Neubewertungen bei der Altersvorsorge in Norwegen. Das heißt, die haben im Endeffekt langfristige Verträge der Altersvorsorge. Da wird aber jetzt was umgestellt. Das bietet denen wiederum Bewertungsvorteile. Die sind sehr stark da etabliert. Und das ist ein Sturm- und Brandversicherer, Storebrand. Das Unternehmen kommt aus dem späten 18. Jahrhundert. So lange gibt's die schon. Und gefällt uns gut eben, weil in einem speziellen Markt, nicht nur in Norwegen, sondern in ganz Skandinavien sehr stark und eben nicht nur klassisches Versicherungsgeschäft, sondern Altersvorsorge, da sind die sehr gut aufgebaut und haben auf Sicht der nächsten Jahre hier auch wirklich gute Aussichten. Microsoft sind Sie ja vorhin schon eingegangen, die haben einfach hohe Bruttomargen. Sind Sie da auch schon lange dabei? Oder? Da sind wir jetzt schon
etliche Jahre mit dabei und haben einmal Performance getrieben, aber auch immer mal wieder noch aufgebaut, die Position, sodass wir hier jetzt auch unter den Top-Positionen sind. Genau, richtig. Sartorius Biotech ist bekannt, aber vielleicht sagen Sie auch kurz was dazu, weil es sehr, sehr gut geht, jetzt an der Börse momentan nicht im Wert. Ja, das Spannende an diesem Unternehmen ist ja, das ist ein Ausrüster im Biotech-Bereich. Mhm. Also die liefern im Endeffekt Ausrüstungsgegenstände für Biotech-Unternehmen. Brauchen alle Biotech-Unternehmen verschiedenste Produkte, die anbieten? Die waren Anfang Corona-Krise extrem stark. Der Kurs ist durch die Decke gegangen. Warum? Weil natürlich die unglaublich viel verkauft haben, weil alle Kunden von denen gesagt haben, ich weiß nicht, ob die noch liefern können, ich kaufe mehr, als ich brauche. Dadurch haben die Kunden sich hohe Lagerbestände aufgebaut. Mhm. Hat dazu geführt, 22 enttäuschende Zahlen, weil 21 Boom, 22 haben die Kunden extrem wenig nachgekauft. Mhm. Die Aktie ist von 600 auf unter 200 gegangen. Und wir haben die eingekauft, die ersten Positionen um 250. Kurz danach ist die auf 200 gegangen, keine zwei Wochen danach. Und dann hat man einen Bewertungsmüller aufgestellt und. Und dann haben wir aber weiter aufgebaut, die Position, und dann ist die jetzt auch wieder sehr schön gelaufen zuletzt, weil genau diese Story, der Biotech-Sektor wächst stetig, das heißt also auch deren Kundenbasis wird weiter stetig wachsen und auch weiter nachfragen. Und die Frage ist nur, wann sind diese ganzen Lagerbestände abgebaut und ich habe wieder eine normale Nachfrageentwicklung. Und es sieht so aus, dass das jetzt in diesem Jahr tatsächlich stattfindet. Die haben einmal eben Vertrauen verspielt, muss man ganz klar sagen, wo sie bei der Quartalsbilanz gesagt haben, das ist jetzt schon erreicht. Und es war noch nicht, die neuen Aufträge waren nicht dementsprechend, da sind die abgestraft worden nochmal für. Aber jetzt sehen sie deutlich besser und stabiler aus. Und also der grundlegende Trend im Biotech-Bereich, der ist ja intakt. Ist und das, weiter. Deswegen sind wir dabei. Okay, das ist ähnlich wie in Österreich, die Obst- und Gemüsekonservenindustrie, die auch noch darunter leidet, dass gerade alle die Konserven aufbrauchen. Diasorin, was ist das? Diasorin ist ein Diagnostikunternehmen. Das heißt, wir kennen ja alle die Corona-Tests, die in den vergangenen Jahren, die wir massig eingesetzt haben. Und das Spannende an Diasorin ist, die machen Diagnostik für ganz, ganz viele Krankheiten, aber eben nicht Corona. Also die haben keine Corona-Konjunktur, sondern die sind quasi in allen anderen Bereichen unterwegs. Also wirklich sehr breit aufgestellt und sehr fortschrittlich für extrem viele Krankheiten. Und das ist wirklich etwas, was auch stabile Erträge liefert, weil die eben weit über 100 verschiedene Diagnostiktests anbieten und somit eben breit aufgestellt sind. Und ja, auch die Akzeptanz für diese Tests hat zugenommen, allein auch durch Corona, sodass das eben auch ein stabiles Geschäftsmodell ist. Das heißt, wenn ich richtig sehe, Sie schauen schon ein bisschen auf diese langfristigen Megatrends und richten darauf das Portfolio auch aus. Auf jeden Fall. Also es geht jetzt nicht nur darum, unabhängig davon, was vielleicht, was langfristige Trendentwicklungen bieten, dass man immer nur auf die Fundamentalebene des Unternehmens schaut, sondern das muss wirklich durch die fundamentale Stärke muss durch langfristige Trends unterfüttert werden, definitiv. Mhm. Ja. Und ich weiß auch vom Herrn Fischer, dass Sie sehr viel auch die Small Caps sich anschauen in Deutschland, also nicht erst seit diesem Jahr, wo es jetzt voll im Trend ist. Das sind ja auch Small Caps eigentlich, die ja so Mid-Caps sagen wir. Ja. Ja. Was ist denn der Vorteil von Small und Mid-Caps und wo sehen Sie da vielleicht auch Risiken, die ein bisschen übersehen werden? Ich denke da an die Liquidität oder an die Transparenz gewisser Unternehmen, weil da muss man sich ja schon besser auskennen. Das ist dann schon was. Ja, aber also wir gucken nur in Marktsegmenten, die Transparenz auch liefern, die wir bei den großen Unternehmen haben, also da, wo die Standards auch alle erfüllt sind. Also wo man auch wirklich auf der Basis, dass unsere Analysten da vernünftig arbeiten können, das auf jeden Fall. Zu klein darf es nicht sein. Das hat dann auch zu wenig Auswirkung. Ich meine, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist ein Milliarden-Mandat. Wenn ich da ein 40 Millionen Unternehmen reinnehme und habe davon 5%, dann kann man schon ausrechnen, okay, das funktioniert, das bringt mir dann eigentlich gar nichts. Das heißt, die müssen schon eine gewisse Größe haben. Und warum wir Small Caps mögen, ist ganz klar, der Bewertungsabschlag zu den großen Werten, die wir gesehen haben. Also Europa ist günstiger als Amerika und dann nochmal die Small- und Mid-Caps sind deutlich günstiger als der breite Markt. Und wenn ich eben mittel- bis langfristig schaue, wo die Bewertungen jetzt bei den großen Werten hingelaufen sind,
dann fühlen wir uns eben wohler bei Bewertungen, die deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt sind. Mhm. Das ist wieder der Value-Investor. Wir setzen uns quasi auf die Lauer, haben auch Positionen aufgebaut in den letzten 6 Monaten in Nebenwerten, wo wir aber beispielsweise auch mal einen Ansatz fahren, der eventgetrieben ist. Also wir haben zum Beispiel eine Doc Morris reingenommen. Was macht die? Doc Morris ist der größte deutsche Online-Pharmahändler. Mhm. Mittlerweile ein Listing in der Schweiz, aber in Deutschland die Nummer 1 im Pharmabereich. Wir haben Anfang Januar in Deutschland die Einführung des E-Rezepts gehabt, die offizielle Einführung. Und als größter Online-Pharmahändler profitieren die ganz schlicht und einfach von der Einführung des E-Rezepts. So. Und da gibt es eben Bewertungsmodelle, wo man in andere Märkte schauen kann, wo das genauso stattgefunden hat, beispielsweise in Schweden. Und da war innerhalb kürzester Zeit so, dass 10% der Rezepte über E-Rezept abgewickelt wurden, auch von vielen chronisch Kranken, weil man das nur einreichen muss und dann kriegt man das vom Online-Händler nach Hause geschickt. Das heißt, chronisch Kranke sind nicht mehr dazu angetan, in die Praxis zu gehen, sich ein Rezept zu holen und das alles zu besorgen, sondern dann tatsächlich das auch online abzuwickeln. Das wird dann einmal eingerichtet und selbst bei einer älteren Kundschaft, die man ja oft hat, wenn das einmal eingerichtet ist, ist das ein durchlaufender Posten und dann wird es einfach nach Hause geschickt. Mhm. Und das hat in anderen Ländern schon gut funktioniert und wir haben gesehen, in Deutschland auch. Ist aber kein Wert, wo wir jetzt sagen würden, da sind wir die nächsten 5 bis 7 Jahre mit dabei, sondern das war wirklich jetzt etwas, da waren wir jetzt von September mit dabei, da sind wir noch investiert. Kann aber gut sein, dass das auch etwas ist, wo wir im Laufe des Jahres sagen, so, die Story ist jetzt erstmal durch, da schauen wir uns wieder nach anderen Sachen um. Das heißt, als Value-Investor tun Sie nicht auf den Trend aufspringen, sondern wenn, schauen Sie halt, dass Sie gleich am Anfang dabei sind. Richtig. Dann gehen wir vielleicht zum Schluss nochmal die Chancen an den Kapitalmärkten durch. Sehen Sie da mehr in den USA oder in Europa? Tatsächlich, so wie wir das Portfolio aufgestellt haben, mehr in Europa. Wir haben USA abgebaut und Europa aufgebaut und allein aus der Bewertung heraus mehr Chancen in Europa. Mhm. Emerging Markets oder entwickelten Industriestaaten? Wir investieren dauerhaft nur in den entwickelten Märkten. Also Emerging Markets ist für uns keine Anlageklasse, in die wir investieren. Also bleiben wir ganz klar das, was wir können, entwickelte Märkte. Okay. Anleihen, klar, Sie sind ein Aktienhaus, aber Anleihen, sind das eine zunehmende Konkurrenz dieses Jahr oder glauben Sie da sogar ein bisschen Rückenwind, wenn jetzt wieder Mitte des Jahres doch ein paar Zinssenkungen wir vielleicht sehen könnten? Naja, bei Anleihen habe ich eben, ja, ich habe die Coupons, keine Frage, aber ich habe auch immer noch das Kursrisiko mit dabei. Und von daher, also wir sind ein Aktienhaus und wir promoten die Aktie. Wir haben das im vergangenen Jahr schon gemerkt, natürlich, dass da ganz klar wieder eine Alternative da ist. Aber wir bespielen sie nicht und sehen eben auch eher mittel- bis langfristig Risiken bei den Anleihen, sodass wir auch nicht jetzt irgendwie umswitchen oder so, sondern wirklich sagen, nee, wir bleiben bei unseren Aktien und halten dann eben auch gerne eine Cash-Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, dass wir eben schnell umschichten können. Also von daher eher die Chancen am Aktienmarkt. Deswegen wollte ich Sie auch noch fragen, also ich habe nachgeschaut, momentan Aktien netto 80,26%. Ich habe keine Ahnung, ist 20% Cash normal bei Ihnen oder ist das eher höher, niedriger? Also zum letzten Ultimo jetzt waren wir bei rund 85% Aktienquote. Mhm. Ganz kurz zur Einordnung, 80% Aktienquote ist bei uns eine neutrale Ausrichtung, also 80% und dann 20% Cash, das ist neutral. Das heißt, wir sind mit 85% etwas mehr investiert. Und rein von den Leitplanken her, also wir können runtergehen bis 40% und rauf theoretisch bis 100, haben wir aber noch nie gehabt, weil man natürlich immer, also 95% haben wir mal gehabt. Aber das ist eigentlich so die Obergrenze. Diese 5% müssen wir uns einfach als Cash halten. Okay. Dann defensive Titel oder Tech-Titel? Also das hat sich ja fast angehört, Sie sehen bei Tech-Titeln mehr Bruttomargen, die interessant sind. Ja, aber wir haben insgesamt die Gewichtung im Tech-Bereich zuletzt, gerade in den letzten Monaten, etwas zurückgefahren. Also es ist ja eine Sache, ob man grundsätzlich vom Modell überzeugt ist, aber eine andere, wie stark man gewichtet ist. Und da haben wir tatsächlich Gewichtungen zurückgefahren. Also eher, also auch beschrieben mit den Versicherungstiteln, eher defensiver. Sind Zykliker schon ein Thema, ja oder nein? Für uns eher nicht, nee. Für uns eher nicht. Und Konsumtitel oder Maschinenbau?
das ist für uns kein wirklicher Gegensatz. Wenn uns, wenn uns die Branche anspringt, dann machen wir es und ansonsten lassen wir auch wirklich dann auch mittel- bis langfristig die Finger davon. Deswegen ist der Gegensatz passt nicht so ganz. Mhm. Und Dividendentitel, ja oder nein? Schon, aber eben kein reines Entscheidungskriterium. Sprich, Dividenden sind für uns nur eine positive Begleiterscheinung, die wir nehmen. Wenn das Unternehmen aber nachweislich im Unternehmen mit dem Gewinn mehr anstellen kann, als es an die Aktionäre auszuschütten, ist uns das aber lieber, definitiv. Da sind wir voll bei Buffett. Buffett schüttet ja auch mit Berkshire Hathaway seit Anfang an keine Dividende aus. Er nimmt sie gerne bei Coca-Cola und in anderen Positionen, aber er schüttet nicht aus, weil er eben immer sagt, und das finde ich auch wichtig, im Unternehmen schaffe ich es immer noch mehr aus dem Dollar zu machen, besser zu investieren. Warum soll ich es dann ausschütten? Und so steigt insgesamt der Wert des Unternehmens und da gibt ihm der Erfolg recht und da sind wir auf jeden Fall auch auf seiner Wellenlänge. Zu Ihrem Vortrag, wo es Free Lunch gibt, jetzt am Ende nochmal zurückkommend, gibt es derzeit sehr viel Free Lunch oder haben wir gerade so eine Goldilocks-Situation, also weder zu heiß gelaufene Wirtschaft noch zu schwache Wirtschaft oder wie würden Sie das einordnen derzeit und auf was muss man 2024 aufpassen? Also man sollte schon aufpassen auf die weitere Entwicklung dieser großen Aktien. Also wir haben derzeit eine Fortsetzung und fast noch eine Verschärfung der Entwicklung, die wir 2023 gesehen haben, mit der geringen Marktbreite. Und das zeigt sich jetzt eigentlich nochmal. Also wir hatten Oktober, November, Dezember, da war die Marktbreite größer. Das gefällt uns eigentlich besser. Wenn nicht wenige Märkte, ist leicht nachvollziehbar, wenn nicht nur wenige Märkte den Markt nach oben treiben. Seit Mitte Januar sehen wir jetzt aber verstärkt wieder weniger Aktien, die das antreiben und eigentlich Nvidia als Beispiel, die da oben drüber sind. Also wir haben wirklich schon eher, nicht brüchiges Fundament, das will ich nicht sagen, aber wir haben nur wenige Säulen, die wirklich herauskommen momentan und die Märkte antreiben. Und das ist wirklich das, worauf Investoren dieses Jahr wirklich schauen sollten. Erstaunlicherweise zum Beispiel vor ein paar Wochen in der Umfrage der globalen Fondsmanager von der Bank of America wurde die wieder höhere Inflation oder eine höhere Inflation als größtes Risiko gesehen. Das hat monatelang keine Rolle gespielt. Auf einmal ist das Thema höhere Inflation wieder da. Mhm. Und die Märkte sind derzeit darauf ausgerichtet, dass alles so kommt, wie wir uns das schön vorgestellt haben, seit Oktober, November. So, es kommt keine Rezession in den USA, es wird dann schöne Zinssenkungen geben, die jetzt möglichst bald schon losgehen und. Das ist alles jetzt eingepreist, das muss jetzt auch so kommen. Mhm. Gibt es aber mal so ein paar, Steine im Weg, die wir dann sehen, dann könnte es auch schon schwierig werden. Und das ist das, was gerade kaum jemand auf dem Schirm hat. Momentan ist alles so irgendwie, es läuft. Mhm. Bitcoin läuft, Gold ist auf Rekord hoch, die Aktienmärkte machen Allzeit hoch. Rohstoffe. Und Japan hat ein Rekordhoch erreicht, wo man lange gedacht hat, es gibt es nicht. So, es ist 40 Jahre her und auf einmal sind die, nicht ganz 40 Jahre her, aber man sieht auf einmal das an vielen Märkten es sehr, sehr oben ist. Mhm. Und da ist schon da ist viel Hoffnung in den Märkten derzeit drin. Und das ist eben das, was viele nicht auf dem Schirm haben derzeit. Mhm. Also, dass es eben auch mal rappeln kann. Und ganz ehrlich, nach den starken Bewegungen, die wir jetzt nach oben gesehen haben, eine 10% Korrektur wäre mehr als normal und auch gesund. Dass mal so ein bisschen die Märkte auch wieder ein bisschen durchatmen. Aber wir sind schon sehr, sehr schnell nach oben gelaufen auf neue Rekordstände. Und das sollten wirklich Investoren auch beachten, dass die Börse ist eine Floskel zum Schluss, die ist keine Einbahnstraße. Es geht einfach nicht immer nur nach oben, sondern die Korrekturen gehören dazu. Und da sollte das Depot so aufgestellt sein, dass man dann eben ruhig schlafen kann, dass man sagt, okay, ich bin von meinen Titeln so überzeugt, dass ich die langfristig halten kann und diese kleinen Schwankungen kann ich aushalten. Mhm. Und genau so bauen wir unsere Portfolien auf, damit unsere Kunden ruhig schlafen können. Ja, und deshalb schauen Sie so stark auf die Bruttomargen. Zum Beispiel. Dankeschön, es war mir wieder einmal ein Vergnügen. Herzlichen Dank. Hat auch Spaß gemacht, danke. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.